of life, embedded in every living thing, the brightest of lights, burning with the fires of creation. All just get along with each other and put away our problems or whatever it is. We just need to forget about everything. Just have a good time. Just have a good time. Einen wunderschönen guten Abend da draußen, Freunde. So, wenn ihr fragt, was ich da gerade am Essen bin, ich habe noch gar nicht viel gegessen heute und deswegen musste ich da mal ganz kurz in belegte Variante reinbeißen und sowas. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen in Spiegel hier. Herzlich willkommen zu Afterwork Racing Liga, zu Champions Liga. Du Bleder, bleib jetzt bitte da, du bist ganz bezahlt. So, okay. Heißt also im Klartext. Wir machen erstmal kurz die Mucke aus. Ich habe eine riesen Neuigkeit für euch. Und zwar, zum einen hätte ich mir fast eben gerade die Hand abgerissen. Ich bin nämlich eben kurz vorher nochmal ganz kurz das neue Podium gefahren, hier im Hintergrund. Hatte vergessen, die Force Feedback. Einstellungen auf, Simpson, Digga, voll im Hintergrund, Scheibengleister. Vielen Dank da für das T1 Resub-Dingens. Und willkommen zurück im zweiten Monat, mein Freund Simpson. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend gewünscht, Grüße gehen raus, Digga. Fast Pop auch mit dabei, sehr geil. Moinsen. Ja, wie gesagt, ich habe mir da eben gerade fast die Hand gebrochen, weil ich hatte die Force Feedback-Einstellung vergessen zu ändern in-game. Und ich bin gefahren auf 1.88. So, und jetzt das Podium, Direct Drive. Ihr wisst, da geht einiges und ich habe mich so ein bisschen, zwei Runden habe ich überlebt, dann habe ich mich gedreht und dann, hat das Podium mal kurz gemacht. Du Spast, dir zeigen wir es mal kurz. Ja, und dann habe ich da gesessen, dann war das Thema durch. Okay, das nur so am Rande, aber was mich richtig freut und was richtig, richtig brutal ist, wir müssen irgendwie gucken, egal wie, wäre mega, wir müssen heute Abend die 75 durchschnittlichen Zuschauer schaffen im Stream, weil wenn wir das schaffen, Freunde, dann haben wir das große, große Ziel erreicht. Dann werde ich die nächste oder beziehungsweise diese Woche, drückt mir die Daumen, den großen Partnerschaftsantrag bei Twitch stellen können. Das heißt, wir haben das Ziel geschafft, nur mit Gran Turismo Sport die Partnerschaft auf Twitch zu erreichen. Wichtig ist dafür, 75 Zuschauer brauchen wir jetzt heute Abend im Stream. Weil, warum heute Abend? Ganz einfach, morgen, also sprich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir Stream frei. Wir sind erst wieder am Freitagabend live, dauert aber bei Hornisse 86 auf dem Kanal, also ergo auf diesem Kanal hier bei mir wieder Stream frei. Denken Sie ja, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream, Trigger. Geht gleich mit den Sounds, geht gleich. Und am Samstagabend um 17:15
Startet die neue Liga, da werden wir live sein, das erste Mal auf Assetto Corsa Competizione mit der VGT. Also das nur so am Rande, deswegen, wenn wir es irgendwie hinkriegen könnten, jetzt heute Abend dementsprechend 75 Zuschauer reinzuballern im Durchschnitt. Männers, ich glaube, dann geht's Liebe around the world so ungefähr. Also, für die, die jetzt nachträglich eingeschaltet haben, wunderschönen guten Abend, Ben mit am Start. Susi, vielen Dank für den Host, natürlich auch vorne dran Viper, fettes Merci, dass du auch da den Host-Button reingedrückt hast. Ja, im Hintergrund habt ihr schon gesehen, Afterwork Racing Liga, Champions Liga ist im Finale jetzt gleich am Start. So steht es auch im Titel geschrieben, Alsace Dorf in richtiger Variante ausgesprochen ist das Elsass, wo wir uns gleich hier zusammenfinden werden, beziehungsweise sind die Jungs natürlich im Hintergrund schon am Start hier. Wir gehen auch gleich mal rein in die Lobby, um das Thema zu feiern und um euch da auch die Fahrer respektive die Fahrzeuge natürlich vorzustellen, Freunde. Ihr wisst es, ihr kennt mit Sicherheit alle so ein bisschen die Afterwork Racing Liga, speziell die Champions Liga. Hier am heutigen Abend gibt es keine Quali-Session, sondern die Jungs starten da in der angegebenen Reihenfolge, was das Ranking betrifft, beziehungsweise was deren Quali-Zeiten betrifft, die sie natürlich vorher an dem Mittwoch vorhergehend im Liga-Betrieb da in den Asphalt gebrannt haben. Gleiche Strecke, erschwerte Voraussetzungen, deswegen heißt das Thema Champions League. Heißt also, wir haben erschwerte Verbrauchszahlen, in Anführungszeichen Verschleißzahlen und den Zusatz, für die, die jetzt das erste Mal mit dabei sind, die Piloten sind dazu angehalten, dass sie drei verschiedene Reifensätze fahren müssen. Das ist einmal der weiche Reifen, der Medium-Reifen und der harte Reifen, was sie hier gleich auch jetzt im Finale auf Elsass abreißen müssen, das Thema. Ja, das Wochenende war absolut brutal. Also Blue Pokémon, vielen Dank für den Host, Digga. Wochenende war absolut brutal. Wenn es jemand nicht geschafft hat, mit reinzuschauen, jetzt nicht unbedingt zwingend, da 24 Stunden mit dran zu bleiben, mit an Bord zu bleiben. Es gab auch hier wirklich einige Zuschauer, die das Thema komplett 24 Stunden hardcore mitgefeiert haben. Ich hab's wohl oder übel machen müssen, wobei in Anführungszeichen, ich habe mir mal eine Mütze Schlaf gegönnt in Form von 4 Stunden. Von Samstag frühs auf Sonntag, also in der Nacht dann. War schon ziemlich hart, aber es war absolut gigantisch. Schaut euch auf jeden Fall die Wiederholungen an, die sogenannten VODs auf Twitch. Die sind natürlich auf den Kanälen zu finden, der Streamer-Kollegen natürlich auch bei uns hier. Und ich werde nachher noch fix die VODs rüberladen auf YouTube, sodass man da auch das eine oder andere Bildmaterial zu Gesicht bekommt. Ja. Das ist also hier jetzt das Thema. Wie gesagt, ihr könnt euch da austoben. Sounds sind aktiv, das ist überhaupt kein Problem. Und natürlich auch, wenn jetzt noch irgendwas kommen sollte mit Resub oder sowas, auch das wird jetzt definitiv eingeblendet. Frage an Simpsons. Ich war das 24H-Rennen, bin irgendwann eingepennt, aber war trotzdem sehr nice. Das ist nur menschlich, Simpson, das ist nur menschlich. Dann nimmt dir, das nimmt dir definitiv keiner übel, dass du da eingeschlafen bist. So, im Hintergrund lese ich gerade, es gibt eine neue Lobby eventuell. Jetzt merke ich das auch. Earth auch, Kaliber raus, okay. Ja, dann haben wir gerade ein kleines Lobbyproblem. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir können euch trotzdem mal hier den ein oder anderen Fahrer vielleicht vorstellen. Bei Earth ist Volk raus. Oieiei, okay. Ja, nee, dann müssen wir mal einen Lobbycheck machen und ich bezweifle auch, dass das passt. Insofern würde ich da auch eine neue Lobby starten, definitiv. Ja. Cooles Thema auf jeden Fall. Die Jungs da im Bereich des Finales jetzt gleich unterwegs. Es gibt zwar eine kleine, schlechte Neuigkeit, möchte ich mal behaupten. Och, Maus. Ehrlich jetzt. Für den Besten nur das Beste. Mach weiter so. Hashtag Community Love. Vielen, vielen Dank, Susi. Vielen, vielen Dank für den Fünfer. Kuss geht raus, ganz klar. Ist keine Selbstverständlichkeit und ihr wisst natürlich alle, was das Thema Donation etc. oder Bits betrifft. Das ist alles freiwillig. Es wird hier niemand gedrungen, gezwungen oder whatever. Eddie Falke, wunderschönen guten Abend, alter Falter. Naja gut, jetzt haben wir eh Pause, insofern heizt die Hütte an, ist kein Problem. Lasst euren Emotionen noch reinlaufen.
Ich sehe nur gerade oder ich weiß gerade, dass Crowls hier den Knallersound ziemlich cool findet. Ja, ja, geht ziemlich steil hier der Kollege damit. Schmeißt sich da jedes Mal, tut die komplett in die Ecke. Ja, Powerboots, moin, ei, ei, servus, herzlich willkommen, mein Lieber. Kollegin? Mayhem! Servus, mein Lieber! Herzlich willkommen im Stream, Digga! Wunderschönen guten Abend und natürlich die Daumen gedrückt. Vielen Dank, Viper, für 50 Bits, Digga. Nimm's einfach. Sehr geil. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Er sieht mal wieder auf, passt die Augen auf die. Ja, du weißt, wie es ist, Digga. Du weißt, wie es ist. Da ist man im Flow und dann ist man da im Flow, ne? Hat er gesagt. Was fahren wir denn gerade? Wo haben wir denn? Lobby ist noch gar nicht auf. Die neue. Ne, müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Die Leute sind auf Entzug, ja. Ja gut, sie waren ja nur die ersten zwei Lobbys, also generell die ersten zwei Lobbys, deaktiviert zu Lobby 3, also zum Stint 3, folgt der Ex-Moinsen. Herzlich willkommen, vielen Grüße, Digga. Erstmal rein subben, 3 Monate am Stück Support, Grüße gehen raus, Ehre, Support. Vielen, vielen Dank für den Resub hier, Herr Frosty, für den Tier-1 Resub wohlgemerkt und ja, jetzt... Und weil es so schön ist, Alter Falter, drauf. Ja, genau, richtig. Hype Train ist schon wieder gestartet, ihr seid absolut krass, das ist ja mega, mega, mega. Es ist Montagabend hier und schon wieder Eskalation am Start. Vielen, vielen Dank für weitere 100 Bits da, Susi, und natürlich viel Spaß mit dem ersten 1000-Bit-Abzeichen mit diesem Emoticon. Alter Verwalter, ist das schon wieder krank. Johnny Gaming, herzlich willkommen im Stream, Digga. Grüße gehen raus. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Support G steht für gönnen. Ey, ich. Ach du Scheiße, der hat einen Reifen verloren! Wir sehen noch nicht mal einen Reifen, Digga! Wir sehen noch nicht mal einen! Volker! Digga, Moinsen! Oh mein Goodness, ey! Wir haben noch nicht mal eine aktive Lobby, Freunde! Voll die Eskalation hier schon wieder! Hey Benny, du Spielstandkiller, Affengesicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Banane. Ja. Volker, vielen Dank für 100 Bits, Digga. Und jetzt kommt das nächste hier. Das ist ja. Alter Verwalter. Also, ganz ehrlich, Männers, wenn ihr, und Mädels, wenn ihr so weitermacht, dann muss ich mir echt scheiße Gedanken drum machen, dass ich meinen Job hinschmeiß. Ohne Kack, das ist ja brutal. Und Kinski, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Spawn auch mit am Start. Grüße gehen raus, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Neue Lobby ist natürlich jetzt am Start. Susi, vielen Dank für weitere 100 Bits. Konus, wunderschönen guten Abend gewünscht. Und herzlich willkommen hier im Stream. Der Nino auch mit am Start. Ey, Frosty! Alter, was ist da los, Digga? Katastrophe! Support. Herr Frosty, vielen Dank für weitere 1000 Bits, Mann. Das ist der nächste 1000er-Stack. So, und wahrscheinlich knallt jetzt hier meinem meinem Mod definitiv deckt die Kinnlade auf den Tisch und dann denkt sich einfach nur, what the hell? Was ist da los? Ja, ei, ei, viel Erfolg. Wir drücken auch dir die Daumen, Digga. Wenn du kannst, lass den Stream laufen. Mach einfach nur das Ding lautlos. Hilft auf jeden Fall wie Sau, hat er gesagt. Anchen, willkommen zurück, alles gut. Wirklich viel hast du nicht verpasst, außer die Eskalation meines Lebens am heutigen Abend. Gefühlt binnen 10 Minuten einfach mal, weiß ich nicht, voll die Eskalation hier im Stream. Absolut brutal. Also, ich möchte euch trotzdem ganz kurz das Fahrerfeld vorstellen, was wir jetzt gleich zu Gesicht bekommen werden. Circa eine Stunde geht's im Renntrim hier über Elsass im großen Finale der Afterwork Racing Liga, der Champions Liga. Wir haben Samurai, den Österreicher, gerade vor der Nase und nochmal. Unbelievable. Susi, vielen Dank für weitere 200 Bits. Fischback! Was ist da los, Digga? Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus, mein Freund. Schön, dass du da bist. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money.
Klima der Welt. Nein, doch. Ja, genau. Dingsack, wunderbar. Hilf mir im Hintergrund, dass wir das irgendwie gewuppt bekommen, um hier ja nicht ganz am Rad zu drehen und zu eskalieren. Ja, absolut krass. Vielen Dank für den Zehner. Bitte ganz kurz mal outen. Wer war das gewesen? Lou, der Namensvetter auch mit am Start. Grüße gehen raus zu GTM Performance. Wunderschönen guten Abend, Digga. Herzlich willkommen im Stream. Ganz kurz mal, wie gesagt, outen, wer da den Zehner auf den Tisch geknallt hat, damit ich das zuordnen kann. Also, wie gesagt, Samurai fährt hier den Nissan GT-R. Ai, der MDM-Pilot ebenfalls im Nissan GT-R unterwegs. Alley-oop hier haben wir im Subaru VRX STI. Sehr geil, der ist einfach mal schön da dezent von dem anderen Kollegen rausgedrückt worden. Aber alles easy. Noch ist nichts passiert. Quali ist noch nie. Quali, sein Rennen ist noch nicht gestartet. Ich will drei lettische Latz voll machen. What? Was sind denn drei lettische Latz? Ich will Level 3 voll machen, steht da, und nicht drei lettische Latz voll machen. Ja, wunderbar. Ja, Susi ist natürlich hardcore am Pushen. Sie möchte den Train ganz gerne weiter nach vorne bringen. Kann ich voll und ganz verstehen. Absolut. Liebe geht raus. Vielen Dank für weitere 100 Bits, Susi. Mayhem, ebenfalls der Teamkollege von II, Nissan GT-R. Ihr seht Smoking der Schweizer, Aston Martin V12. I love it. Mega. Samurai haben wir gehabt. Race King hier, der SFRT-Pilot, Mitsubishi Lancia Evolution Final. Samurai hat man gehabt. Alley-oop haben wir gehabt. Earth hier im Mercedes AMG GT3 unterwegs, folgt X. Auch den Kollegen haben wir im Streamchat schon gehabt. Grüße gehen raus nochmal. Daumen gedrückt, mein Freund Nissan GT-R. Das Thema bei ihm. Kaliber, weiterer Nightwolf-Fahrer im Aston Martin V12. ESA von Touch Repair Bremen. Touch Repair Racing Team, Mercedes AMG. Und der Lobbyhost Dönervieh, der Österreicher im Porsche 911 RSR. Schnell durchlauf. So, wer war jetzt das eben mit dem Zehner? Wer hat jetzt den Zehner da reingedrückt? Ja, Volker Party, kannst du laut sagen, ey. Kannst du laut sagen. Dickensack auch ordentlicher mitfeiern, gefällt mir. I see you are a man of culture. Hä? Lou war das gewesen? Ah, okay. Ja, die Symbole sind ein bisschen klein da oben. Man musste verzeihen, Digga. Ich hab auch hier, ehrlich gesagt... Hast du die... Nee, hab... Danino, ich hab's noch. Ich muss es noch machen, ganz ehrlich. Eine Minute und dann ist der Hype-Train weg. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht schlimm, alles gut. Ihr seid so am Eskalieren. Liebe geht raus nochmal. Wenn das Ding nicht voll wird auf Level 5, alles gut. Alles easy. Wochenende war hardcore, Danino. Ich muss es mir auf jeden Fall morgen Abend angucken. Ich werde es mir auch mit DeckTech zusammen anschauen. Morgen Abend nochmal hier in Live-Format. Und dann wird es da auch ein ganz kurzes Statement von mir geben. Aber alles easy. Ich bin davon aus, oder ich gehe davon aus, ganz, ganz steil, dass da alles wunderbar in der Reihe war. Vielen Dank, Susi, für weitere 100 Bits. Justamente! Ganz genau, Sven. Justamente! Klingt so ein bisschen wie Nudelmacher, oder? Justa? Und Mente? Wer weiß. Vielen, vielen Dank für den Level 2 Hype Train, Freunde. Grüße gehen raus. Mega geiles Thema. Wir machen weiter. Jetzt, Eddie Falke, jetzt genau in diesem Moment ist Rennstart. Quali gibt es nicht, sondern die Jungs starten damit ihren schnellsten Top-Quali-Zeiten innerhalb des Ligabetriebes. Insofern geht es jetzt feuerfrei. Ampelanlage ist aus, da kommen alle weg, das sieht gut aus. Jawohl, ich sehe keinen... Scheiße! Hör steht. Entschuldigung. Habe ich das laut gesagt? Genau, zu den Knaller. Ja, Earth steht hier fest, Startpark bei Earth. Ich denke, da wird es den Restart geben. Wir gucken gleich mal. Der Hype-Train, ja, da gibt es von Ellie die Meldung, Restart, Neustart. Der Hype-Train kommt daher, dass der ist auch nur einmal pro Stunde möglich. Also beziehungsweise hat er eine Stunde Cooldown-Zeit, 60 Minuten Cooldown-Time, bis der wieder aktiv werden könnte. Und es müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden, die... Meine Kamera ist davor, deswegen muss ich da so vorbeischiegeln. Die natürlich da zwei T1-Subs... beziehungsweise zwei Resubs sind und irgendwas um die 1200 Bits oder sowas. Und wenn die binnen 5 Minuten kommen, dann läuft dieser Hype-Train los und wenn man den im Level... Hallo?
Take it easy, Kamala, du bist ganz bezahlt, bleib wieder funktionstüchtig, danke. So, und wenn man natürlich dann dementsprechend das Level 1 voll macht, dann verlässt dieser Hype Train den Bahnhof und fährt zum nächsten Bahnhof, ergo Level 2, und das geht bis hin zu Level 5. Nur 8 Leute am Start? Nee, wir haben, glaube ich, in Summe 11. Nee, keine Ahnung, die Kamera wollte, glaube ich, eben mal ein bisschen husten oder so. Eskalation Pro. Anchen, Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank für den T1-Sub. Viel Spaß mit den Emoticons natürlich. Nee, Kameramüde kann nicht sein. Das, nee, dann schmeiß ich lieber aus dem Fenster gleich. Ja, Eddie Falke, das, die Befürchtung habe ich auch. Unit Power, schönen guten Abend übrigens, by the way, Digga. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch geht's gut. Hatte es noch vergessen. Ehrlich? Jetzt aber mal ganz blöd gefragt, Anchen. Du hast das Twitch Prime-Symbol. Du hast aber gerade einen T1-Sub rausgehauen. Und kein Twitch Prime-Sub. War das Absicht? Digga, ich gehe so steil. Ich glaube, ich gehe sogar nachts steil mittlerweile. Ich bin sowas von Energie aufgepumpt und geladen, das glaubst du gar nicht. Nee, alles fresh. Twitch ist schon vergeben. Okay, dann doppeltes, dreifaches Dankeschön an dich, Anchen. Wie gesagt, Kuss geht raus. Mega geiles Thema. Vielen, vielen Dank dafür. Leup hat da gerade in den Chat reingeschrieben, geh du auch mal raus und rein, und ich habe gelesen im Augenwinkel, folgt Ex, geh du auch mal nach Haus. Auch nicht schlecht. Don't be afraid to fail. Auch ein cooler Jingle, wenn du da reinkommst in die Lobby. So, mal gucken, ich weiß gar nicht, ob meine große Kamera ausgerichtet ist, wir können mal gucken hier. Probieren wir mal. Oh, doch! Ja. Ja, gut, okay. Denkt euch mal den Schrank bitte weg. Ich habe das neue Banner noch nicht aufgebaut. Das neue Banner von MBR. Es gibt natürlich ein neues Banner. Muss ich euch nicht erzählen. Ihr kennt mittlerweile auch die Community von MBR, die Fahrer und das Team von MBR. Ne, das war jetzt Zufall. Ich habe einfach drauf gedrückt, Susi. Ganz ehrlich. Ich habe die nicht wirklich ausgerichtet. So, wunderschönen Abend, Fika. Fika, Entschuldigung. Vika, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream, Grüße. Semtex auch mit am Start. Die Energy, Dennis, ganz ehrlich, die Energy Drinks stehen draußen im, vor der Küche in der Vitrine. Benny, kannst du rejoinen? Kann ich machen, ja. Komplett rejoin, meinst du? Ja, natürlich. Ja, es gibt blöde Frage. Vergiss meine Frage. Es gibt hier nur einen Rejoin. Entweder gehst du rein oder gehst raus. Entweder joinst oder tust du Rejoin. So. Schick dir mal meine Adresse in Discord. Wieso, willst du so ein Ding haben oder was? Ach, du meinst, weil ich dich nicht gesehen habe, meinst du? Ja, ich guck mal. Wir machen mal kurz Rejoin, kein Problem. Oh Mann, wir waren vor... Na, ich bin gerade gefahren, das sieht man, ne? Normalerweise habe ich ein MBR-Fahrzeug im Hintergrund laufen. Alles gut. Normalerweise habe ich einen MBR-lackierten Stuhl im Hintergrund laufen, ne? Nee. Jetzt bin ich gerade selber gefahren und wollte halt mal einen Benz fahren, ne? Aber naja, egal. Dafür war es Wochenende, war sowas von phänomenal. So, wir gucken mal, wen wir alles haben. Was habe ich denn? Ich glaube, Stöpsche habe ich. Nee, ich habe Brause. Brause habe ich, Dennis. Brause. Also, Blue Pogona. Stern gehört in den Himmel, nicht auf die Straße. Ja, so ungefähr. Ja, also, Kaliber sehen wir. Esa sehen wir. Dönerfie sehen wir. Samurai sehen wir. Ai sehen wir. Ai, ja, gute. Moin. Sehr geil. Race King sehen wir. Earth sehen wir. Alley-Hoop haben wir. Freund der Hex. Smoking. Mayhem. Das sind die 11 Fahrer. Wieso kriege ich Smoking nicht angewählt? Da kriege ich Smoking angewählt. Wunderbar. See folgt nicht. Ach, diese Lobby, Mensch, Keller. Naja, egal, machen wir halt mal so ein bisschen Smalltalk-Stream, Duddle-Stream, hier ist ja im ersten Moment kein Problem. Pesu, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend, Grüße gehen raus.
Pesu, einer der MBR-Fahrerkollegen. Seid ihr gut angekommen, Pesu? Sir Mato, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Thorsten auch mit am Start. Das gefällt mir. So muss das. Alley-oop. Lol. 12.16. Gut, 12.16 ist normal. Ich bin 12 in der Form. So, wir gehen jetzt hoffentlich im Finale der Afterwork Racing Liga, der Champions Liga, richtig, richtig steil. Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, Lou. Wo Sub-Zero ist, ich weiß es gar nicht. Alle gut. Ja, Peso, ganz ehrlich, mir ging es ganz genauso. Ich hatte noch Equipment abgebaut und bin dann dementsprechend direkt nach Hause gefahren. Musste aber noch aufbauen, zumindest das Stream-Setup, dass das alles wieder steht, weil ich wollte das nicht heute im Radikalformat nach Feierabend machen. Deswegen habe ich das gestern noch gemacht und ich habe richtig lange gebraucht. Also ich habe auch ehrlich gesagt kurz mal einen Augenblick Bammel gehabt, dass ich es nicht hinbekomme, ehrlich gesagt. Sven, wenn du kannst, dann schmeiß doch mal den Sub-Zero aus dem Bett. Sir Dampferlord, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Sir Dampferlord, der Bruder von Sven Eolytics im Chat. Ja, das sieht man in der Community, wer im Hintergrund schreibt privat, weißt du, wie ich mein? Boah, da ist der Neid wieder da. Oh, unglaublich. Edzard, Freunde, jetzt haben wir's Rennen. Jetzt haben wir den Rennstart, den erfolgreichen absolviert. Kaliber, da vorne auf der Ahahaha. Die sehen sich nicht. What the hell? Okay, das war jetzt gerade Absicht gewesen, die wollten sich da gegenseitig abschießen, weil da muss ein Neustart. Ja, okay, alles klar. Lobby ist gecrashed, das war keine Absicht. Das hing mit der Lobby zusammen. Andi von MDM, moinsen, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend gewünscht. Grüße in den Chat hinein. Ja, das hat total, die waren da gerade leicht am struggeln, ich denke, dass die Lobby da zusammengefallen ist. Wenn ihr natürlich eine andere Information habt, dass da womöglich nur ich die Lobby wieder mal nicht sehe, dann bitte diese Information mir mal kurzerhand zukommen lassen. Warum so? Nee, ich glaub, der Blue Pogona hatte das in einer anderen Thematik gemeint. Okay, also die Lobby läuft definitiv nicht, sonst würde nämlich der Eier hier nicht schreiben, so ganz tiefenentspannt. Ja, Vika, da bin ich bei dir. Herzinfarkt war es auch eben bei mir im ersten Moment. Du, Nandi, tu mir mal einen Gefallen. Drück mal bitte auf den Follow-Knopf, wenn du noch nicht gemacht hast. Das wäre super nett. Lobby ist zu, ja, alles klar. Frau ist auch schon wieder dabei. Liebe Grüße gehen raus, PSU. An die Family. Smulcho. Ausrufzeichen, Sound, Leerzeichen, nein doch. Und dann Enter. Heide Neuwitzko. Susan, hallo, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Den Knaller zünden. Zünd den Knaller. Irre. Und Crow, es geht steil. Ellie hat die Lobby. Vielen Dank für die Info. Jetzt habe ich gefittfingert. Scheibenkleister. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Alles easy. Alles easy, hat er gesagt. Nein, doch. Sub-Zero hast du geschrieben. Super, vielen Dank, Digga. So, jetzt müssen wir nur noch den Andi beikriegen. Also hier BeuteopferTV. Aber ich glaube, BeuteopferTV ist gerade selber live, wenn ich es richtig im Kopf habe. Damit er seine Jungs hier im Auge behält. Jo, bin gerade am Joinen. Folgt X, kriegen wir hin. Maus, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Ja, falscher Lachs, Sven. Ich bin vorhin kurz zwei Runden gefahren. Ich habe es vorhin kurz erzählt gehabt.
fast die Hände gebrochen. Zumindest die linke, aber alles easy. Ich bin drin, Party. Smulchu, immer bei mir, Ausrufezeichen, Sound, Leerzeichen und dann den Befehl bitte. Nicht so wie bei CT-Meister. Wo ist der eigentlich, Mensch? Eieiei. Mindestens die Hälfte der Community fehlt noch. Nein. Guck mal, Smulchu. Ich schreib's rein. Ich löse aus. Guck. So. Immer Ausrufezeichen Sound, Leerzeichen und dann den Befehl, den Auslösebefehl vom jeweiligen Jingle. 11 von 16 heißt, einer fehlt noch. Wo ist Döner? Keine Ahnung. Meiner ist gefühlt ein halbes Jahr her. Alles gut, Smulchu, alles gut, alles gut. Patrick, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, Grüße. Ja, das mit dem Lappen hast du jetzt gesagt, Digga. Nein, Quatsch. Keiner ist Lappen. Attacks, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier auf dem Stream bei Bloody Rain. So, Ellie muss noch rein. 11, 16. Ei, sieht nur 10. Aha. Irgendeiner wird von Ei. CD-Meister, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, mein Lieber. Da ist das essbare Getier. Also auch er hat es geschafft, hier aus Österreich die Lobby zu finden. Freut mich. Sehr schön. 12. Ich glaube, ich muss da auch mal kurz schreiben hier. Okay, mach so mal an. 12. Nur Ei wird wahrscheinlich 10 oder 11 sehen. Gucken wir gleich mal. CT-Meister, auch für dich die Information, wenn wir es heute Abend schaffen, 75 Zuschauer zu kriegern im Durchschnitt, dann werde ich die Woche wahrscheinlich die Partnerschaft beantragen können. Wunderschönen guten Abend, Manuel. Grüße gehen raus an SFRT, Storm Falcon Racing Team, komplett ausgesprochen. Grüß dich, mein Lieber. Also ergo, wenn ihr die Möglichkeit habt und könnt, normalerweise bitte ich euch nicht darum, aber heute geht's wirklich steil. GT Dom, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. The Crow, moinsen, herzlich willkommen. Grüße gehen raus an den nicht grinsenden. Ach klar, grins ich. Ganzes Tag. Das war jetzt akustisch gegrinst. Und das ist jetzt Facecam gegrinst. Geht doch. Darf ich nur nicht zu häufig machen, das gibt so Altersfalten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Noch mehr? Nee, kreisrund grinsen, das geht nicht, Susi. Das funktioniert nicht. Ja, ja, genau, richtig, ja. Ja, stimmt, die Krater hier, die sind schon pervers genug auf Deutsch, ne? Ja, ich weiß, was ihr meint. Das wird sich aber legen. Also, das geht so in einem halben Jahr oder einem Jahr ist es weg. Abo ist abgelaufen. Jo. Kein Problem. Drehst du die Zeit zurück, bis im Februar hast du es wieder. Oder du gehst her und drückst auf Resub. Dann hast du es auch wieder. Spaß beiseite. Alles gut. Ich glaube, du weißt, wie das funktioniert, wenn dann. Genau, Dom. Party hart. Ohne Streamer 11. Von Smoking. Ohne Streamer... Toll. Wollt ihr mich veräppeln? Ohne Streamer 11 ist doch richtig. Wir sind doch nur 12. Mit Streamer. Oh, Powerboot, da sagst du was. Ja, bin ich am PC bzw. mobil, blond. Achso, alles gut. Kein Problem. Kanni-Zwerg, moinsen. Herzlich willkommen, Digga.
Hey, da ist er, da ist er. Vor 5 Minuten habe ich drüber gesprochen. Beuteopfer, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend gewünscht. Grüß dich, Digga. 56 war mal 15. Ja, wie gesagt, das ist normalerweise kein Problem. Jetzt bräuchte ich... Ah, Andi, vielen, vielen Dank für 400 Bits, Digga. Hau raus, The Crow. Dafür ist der Chat da. Sven, erinnere mich nach dem Stream mal dran, bitte, dass ich dem Beuteopfer da auf jeden Fall den VIP-Status verleihe. Was der Andi da an Support rausdrückt, ist absolut unglaublich. Alles gut, nicht dafür, Digga. Nicht dafür. Hätte ich schon längst machen müssen, eigentlich. Ich hab nur immer wieder... Es ist... Ich brauch's euch wahrscheinlich nicht zu erzählen. Ihr kriegt's ja selber mit, wie groß diese Community geworden ist. Rund um Bloody Rain hier um den Kanal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wen ich alles über... Vielen, vielen Dank, Beuteopfer, für deinen Resub, T1 Resub, Digga, und willkommen zurück im 7. Monat. 7 Monate schon. Kuss geht raus. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ah, ich hab doch... Dennis, wir haben, also Viper, wir haben den... Ach, Scheibenkleister. Haben wir den Discord-Server, den Bloody-Discord-Server, haben wir den nicht zugehabt? Nee, ne? Ich habe das, glaube ich, mit eingebaut, den Disc... genau, Ausrufezeichen Discord, dann müssen wir es jetzt offiziell machen, weil es ist schon passiert. Wenn ihr natürlich bei uns auf den Discord wollt, also dieser separate Discord-Server von Bloody Rain, was den Kanal betrifft, dann einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat hämmern und dem Discord beitreten. Der ist zwar noch nicht 100% fertig, aber Dennis, dann müssen wir die nächsten 2-3 Tage auf jeden Fall angasen und Gas geben, damit wir den Server startklar kriegen. So, 21 Uhr soll es losgehen, ergo in 2 Minuten Finale ist begonnen, Counter zählt runter. Ja, ihr werdet lachen, ich kann euch da auch nachher ganz kurz eine Story zu erzählen. Ich habe heute mit meinem Bruder telefoniert, mein Bruder war auch am Wochenende da bei MBR, bei uns im Headquarter, und er hat gesagt, Alter, du bist so bekloppt. Sieh zu, dass du im richtigen Leben irgendwie in die Moderationsschiene reinkommst, und wenn du beim 24er irgendeine Art von Co-Moderation machst und wenn du dem Malmedy irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro hinterm Rücken in die Hand drückst, Hauptsache, du wirst Co-Moderator irgendwie bei Vodafone oder weiß der Geier was, Hauptsache beim 24-Stunden-Rennen. Ja, da habe ich erstmal dazu nichts gesagt. So, Ampelanlage ist an, 6-mal, 7-mal rot, grün. Ampelanlage aus und es kommen alle... Nein, da hinten steht schon wieder einer. Der Earth ist schon wieder am Stehen. Ich glaube es nicht. Rafa, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream, Digga. Okay, vielen Dank, Viper, dafür. Ihr habt es gesehen. Viper, der Head-Admin vom Discord-Server rund um Bloody Rain. Dürft ihr liebend gerne drauf joinen. Das Ding ist freigegeben. Und werden wir auf jeden Fall im Hintergrund... so für euch bearbeiten, dass ihr den eigentlich 24/7 in irgendeiner Form nutzen könnt, wenn ihr das machen wollt. Du machst das alles so super, Ohrhahnchen. Das geht raus, das geht runter wie Öl. Steelwoods! Moinsen! Herzlich willkommen, mein Freund! Moinsen, sorry, hab gerade nur die Hälfte gehört. Wer meinte, du solltest kommen oder... Ach so, nee, ich hatte mit meinem Bruder telefoniert heute und mein Bruder hat mir mal so ein bisschen positiver Natur den Kopf... gewaschen und hat gesagt, hier, ich muss auf jeden Fall gucken, weil mein Bruder jetzt am Wochenende bei uns bei Monkey Boys Racing im Headquarter war und hat sich das Thema mal live vor Ort angeguckt und dem ist einfach nur alles aus dem Gesicht gefallen. Der war mit einem Kollegen da, mit einem Kumpel von uns, und auch der hat gesagt, also Alter, was ihr da, das ist ja, das, meine Herren, was wir da aufgefahren haben, also beziehungsweise hier in dem Fall MBR, absolut unglaublich, absolut unglaublich. Ja, so ist das, so ist das. So, machen wir ein bisschen Musik im Hintergrund, dann ist es nicht ganz... Irgendwas ist schief gelaufen. Erzähl mir nichts. Spotify ist down.
Ich glaub's nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, ich glaub's nicht. Okay, dann müssen wir das ganze Thema einfach mit ein bisschen Laberababa ausfüllen. Aber ist auch kein Problem. Lobby's auf von dir. Sehr gut, vielen Dank für die Info, AI. Genau, machen wir es da drüber. Attacks. Vielen, vielen Dank für den Follower. Willkommen an Bord hier. Willkommen bei Bloody Rain. Susi, bist du noch da? Sehr schön. Weitermachen. Digga, Decktech, der Beuteopfer TV. Beuteopfer TV darfst du gerne den VIP-Status verleihen. Hey, Triders! Ja, Triders auf jeden Fall auch, bitte. Wenn du schon dabei bist. Moinsen! Wunderschönen guten Abend, Digga. Grüße gehen raus. Schön, dass du da bist. Wie war dein Wochenende? Ja, alles gut. Ich glaube, das geht auch ehrlich gesagt hier unter. Es geht ja gerade wieder so steil, das ist echt unglaublich. The Crow, machen wir auf jeden Fall die Tage. Vollgepackt im Racing. Ja, das freut. Ja, Trader, so muss das aber auch, oder? Sind wir realistisch? So muss das. Dieses Rumgeplärr im Hintergrund von den Zuschauern, das ist ja... Hey, 3 Promille. Komm, ich brauche noch ein Fass. Wie? Ja, ist egal, ich stehe hinterm Zaun, ich darf. Okay. Warum nicht auf der Strecke? Ja, ich hab's Talent nicht dafür. Okay. Und am Samstag dann 9 Stunden auf Kajalami, Salami. Echt jetzt? Susi, was möchtest du? Sprich dich aus, kein Problem. Bibel TV ist am Laufen. Ach, nix, ja. Sneedle, ich lehne mich da sogar ein bisschen aus dem Fenster und sage, wenn wir live gehen und auf den Knopf drücken, dann ist hier immer Eskalation angesagt. Bekomme die Meldung, VIP kann nicht hinzugefügt werden. Es kann sein, dass du kein Editor bist. Warte, das haben wir gleich, Digga, das haben wir gleich. Wir sehen ja auch die Meldung hier im Kleinformat. Lass mich mal ganz kurz gucken. Volker, schönen Abend gewünscht, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Und bleib mir da anständig. Grüße gehen raus an die Familie. Am Wochenende war heftig. Mein lieber Gesangsverein. 200, was haben wir gehabt kurz? Ich glaube 266 oder 268 Zuschauer im finalen Stint dann am Sonntag. Das war absolut, absolut überragend. Okay, neue Lobby. Ich wusste es. Dönervieh macht die neue Lobby. Das ist auch nicht schlecht. Nee, ich will den Raum nicht verlassen. Benni, gibt's für das 24er-Schleife ein... Ja, gibt's auf jeden Fall, Rafa. Aber das ist noch ein bisschen hin. Insofern, da sind doch die ersten Vorabinformationen, die im ersten Moment wichtig sind. Die sind noch nicht draußen. Insofern alles gut. Sobald es da Informationen gibt, die irgendwo... Doch, Deck, du bist Editor. Wieso kann ich denn dann? Naja gut, ist nicht schlimm. Dann machen wir es kurz selber im Hintergrund. Try das. Einmal VIP, jawohl. Schüpheijan, okay. Beuteopfer, wo ist er? Beuteopfer TV. Yeah, da ist er, der Andi. VIP, Speichern. So, wenn ihr euer Symbol nicht gleich seht, dann einmal ganz kurz den Stream neu starten, also refreshen, und dann ist auf jeden Fall das Icon vorne dran. Schriftarten. Ach, die Schrift hervor. Ach, du meinst die Nachricht hervorheben. Das sind Kanalpunkte, die du einsetzen kannst.
Unten links unter dem Chat-Symbol hast du doch diesen dieses Kanalpunkte-Symbol. Und wenn du da draufklickst, dann hast du da die Möglichkeit, Nachricht hervorheben auszuwählen. Ja, definitiv, Snidl. Also da bin ich voll und ganz bei dir, wenn das Ding wirklich im Discord. Boah, im Discord habe ich keine Ahnung, ob da VIP-Status oder so. Mal gucken. Ja, sehr gut. Genau. Also Beuteopfer hat jetzt auch den Snaden, Molo, Salomani und ich geben am Samstag Vollstoff. Ja, würde mich freuen, Digga. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Ist auch immer eine geile Thematik. Thesus 2 Herz. Vielen, vielen Dank für weitere 100 Bits, Susi. Ja, da ist auch mein Beuteopfer. Sehr gut. Das freut mich. So muss das. Ich habe null Ahnung von den Bits. Geld auf den Tisch schauen oder was ich mit den Punkten machen soll. Brauche ich mal eine Einweisung. Gerne hier, wenn die Moderatoren Zeit haben, den Kali-Zwerg mal einweisen. Nicht einweisen im klassischen Sinne. Ja, Psychiatrie und so, Klapse, braucht kein Mensch. Aber wenn ihr Zeit habt, dann bitte gerne dem Kali-Zwerg mal erklären, wie es funktioniert. Ansonsten, Kali-Zwerg, können wir die Tage mal drüber sprechen. Und dann zeige ich dir das in aller Ruhe, wie es funktioniert, wenn die Kollegen hier jetzt gerade keine Zeit haben. Deck, du bist niemals zweite Klasse, Digga. Ihr könnt natürlich im Hintergrund da privat texten über Twitch. Das funktioniert natürlich, das ist kein Problem. Ne? Also das könnt ihr ruhig machen. Ich weiß aber, dass das Ding relativ schwierig ist hier zu... Alter, das kann doch nicht sein. Und dann kommt Tommy um die Ecke. Deck, du bist dritte Klasse. Nein, ist er nicht. Tommy, herzlich willkommen. Wunderschönen Abend, mein Freund. French Bulldog auch mit am Start. Guten Abend gewünscht. Herzlich willkommen hier am Montagabend zur Afterwork Racing Liga, zur Champions Liga. Und ihr seht's, wir haben so dermaßen massive Probleme mit der Lobby. Also ich glaube fast, es wäre, jetzt müssen wir nur gucken, wer jetzt gleich den Lobby-Host macht. Ja, ei, das sagst du was Richtiges, ja. Absolut, absolut nervenaufreibend, dieses Thema momentan. Also einfach ist definitiv was anderes. Da, Dönervieh. Oh, guckt euch bitte diesen Ping an zu dieser Lobby. Einmal Fizi, Fizi, Fuzi, Klee, Rot hier. Ja, Rafa, ja. Deck hat eine eigene Klasse, ja. Deck hat eine eigene. Ja. So ungefähr. Ja, Attacks, die sind alle selber lackiert. Da ist kein einziger Wagen dabei in Standardformat. Die sind alle selber lackiert. Was bist du, Zen Bibel? Ach Quatsch, Digga, alles easy. Tommy. Mach mir den Deck nicht kaputt, Mann. Ach, Bruna. Acht Monate, Digga. Blue Corona. Acht Monate. Ellie, was los? Erste Meldung. Corona-Fälle bei GT Sport bestätigt. Digga, was ist da los? Jawohl. So fühlt sich's aber auch an hier, ja. Eieieiei. Ja, deswegen, weil du mich da gestern gefragt hattest, im Discord, ehrlich, ich will da eigentlich gar nicht wirklich, ehrlich gesagt, so, dass wir absägen und so, ne, ich hab da, ja. Ja, aber müssen wir mal gucken, da werden wir auf jeden Fall morgen mal eine Runde schnacken.
Oder wenn wir es irgendwie noch bekommen, auf die Beine gestellt bekommen, dass wir hier noch das Finale fahren können, dann das läuft heute mal wieder. Zum Brechen, ganz genau, ja. Guck mal hier, diese Smileys kriegt Nina nicht vorgelesen. Scheibkleister. Vielen Dank für 10 Bits von Manuel. Dann machen wir weiter. Wenn jetzt 40 Leute im Stream schreiben, CL-Saison 5, go, 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 dann mache ich's. Habt ihr gehört? Wenn ihr jetzt 40 Mal reinschreibt, also nicht, sondern wirklich verschiedener, dann macht Erleup die nächste Saison weiter. Weil es ist einfach momentan, es sind zu wenig Anmeldungen für DeckTech. Einmal nur bitte. Dann macht, es sind aktuell zu wenig Anmeldungen, sodass überlegt wurde, die nächste Saison abzusetzen, weil zu wenig Teilnahmen da sind. Also zumindest so wenig, dass sich der Aufwand nicht lohnen würde. Palatina, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend, sehr geil. Genau, es gibt dann auch in dem Zuge veränderte Settings, was die Lobby betrifft. Jetzt nicht unbedingt erschwerte, sondern was sich verändert, ist die Renndistanz. Das sind, damit sind die 150% gemeint. Das heißt, die Rennen werden einfach länger. Heißt also auch mehr Moderationszeit. Und ein bisschen mehr die Möglichkeit, dass die Fahrer sich abwechseln können, was die Performance. Also es wird wahrscheinlich noch brutaler werden vom Anspruch her, weil die Fahrer noch intensiver miteinander fighten können, auf das Zeitliche hingesehen. Was ist das für eine Liga? Kann da jeder... im ersten Moment ja, Attacks. Allerdings ist das jetzt hier die Champions Liga, der Afterwork Racing Liga. Insofern, die Jungs haben es vollkommen richtig gemacht. Ausrufezeichen AWM in den Chat geschrieben. Nutze bitte den Link, das ist die Internetseite von der afterworkmotorsport.de, also von der Afterwork Racing Liga. Dort kannst du definitiv mit den Jungs Kontakt aufnehmen. Der Mayhem ist schon ordentlich am Feiern hier. Und dann kannst du dich einschreiben für den Ligabetrieb. Und wenn du im Ligabetrieb mit den Quali-Zeiten unter die Top 15 fährst, dann bekommst du die Startfreigabe für die Champions Liga. Auch die Champions-Liga-Läufe sind einmal pro Woche. So, jetzt aber. Mayhem, II, Samurai, Earth, Folgt X, ESA, Smoking, Kaliber, Dönervieh, Race King, Erleup. Wir sehen komplett 11 Fahrer von diesen 11 Fahrern, die sich jetzt hier heute Abend das Vergnügen geben möchten. Ihr Finale der Afterwork... Afterwork Racing Liga... Champions Liga Finale auf Elsass auszufahren. Dr. Rabe, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen und vielen Grüße. Genau, jetzt heißt es beten und Daumen drücken. Gehen wir mal ein bisschen in Nahaufnahme hinein. Oh, da hinten, der ist nur schlecht weggekommen. Samurai fährt, der ist nur schlecht weggekommen. Alles gut, wir haben den Rennstart. Rennstart ist erfolgt, es hat funktioniert. 100% Geballere findet jetzt statt hier seitens der AWM der Champions Liga im Rennen 8 von 8. Ergo, Finale auf Elsass ist gestartet. 33 lange Runden. Nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Afterwork Champions Liga fährt unter erschwerten Bedingungen. Bedeutet, wir haben mindestens 2 Stop als Vorgabe mit den 3 zu verwendenden Reifensätzen. Ergo, weich, mittel, hart. Ai macht den Anfang außenrum. Wird jetzt innen attackiert von Kaliber. Kaliber geht innen rum vorbei. Ai auf der Möglichkeit, innen rum, links rum wieder zu kontern. Macht er auch in diesem Moment. Joa, so breit kann sich der Aston Martin gar nicht machen, wie breit die Strecke hier auf Elsass ist an diesem Moment. Ai Mayhem mischt da ordentlich mit. Er möchte links außen jetzt vorbei am Aston Martin V12. Ja, guckt euch das bitte mal an. Quer geht's rum um die Ecke. Erleup macht da den leichten... Oh, klar. Na, Erleup, bitte. Nicht das so zu
verzipfelt. Scheibengleister, Barry TV, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream, Grüße gehen raus. Ai, ai, also auf der 1, macht den Anfang. Mayhem auf der 2, Ese auf der 3, Kaliber auf der 4, Smoking auf der 5, Race King 6, Döner 4 auf 7, Voidex 8, Earth auf der 9, Alley-Hoop auf der 11, da ist Front- und Heckschaden zu sehen. Holreti, Samurai, Motorschaden? Na, bitte, Motor und Schaden bei Samurai. Scheibengleister. Ja, das war der Leidtragende, der von Alley-Oops Quersteher da leicht abgeschossen worden ist, aber natürlich unverschuldet. Du bist da so dermaßen, genau, verzipfelt. Das wäre schön am Feiern. Du bist natürlich da absolut im Querformat unterwegs und wo willst du hin? Luft auflösen, so geht nicht. Also, Alley-Oop leider hier, die Kollegen, in dem Fall Samurai massivs getroffen, Motorenschaden beim Nissan GTR-Piloten von AWM direkt. Ai Ai da vorne in Führung mit 0,4 Sekunden vor Mayhem, vor seinem Teamkollegen, beides mal die Piloten von MDM. Isa, der TRT-Pilot, hat sich da schon auf die dritte Position nach vorne geschlichen mit 0,8 Sekunden Vorsprung vom Schweizer von Smoke Gang. Aston Martin V12-Pilot. Grüße gehen raus an Nightwolf, das ist der... Smoking? Hat der nicht sonst immer eine Nightwolf-Lackierung gefahren? Bin ich jetzt doof? Kaliber, das ist auf jeden Fall ein Nightwolf-lackiertes Fahrzeug und Voigt X hat einen Disconnect. Bitte ganz kurz an den Streamchat eine Information an mich rein, ob Voigt X noch am Racen ist. Nicht, dass ich das wieder nicht angezeigt bekomme. Kaliber auf der 5. Kalizwerg, vielen Dank für weitere 100 Bits, mein Freund. Race King auf der 6. Position. Wer hat denn dir das jetzt so schnell erklärt? Ist ja brutal. Race King auf der 6. Position. Storm Falcon Racing Team, der Eingesetzte. Mitsubishi Lancer Evolution in dem Fall. Döner 4, der Österreicher im Porsche 911 RSR. Auf der 7. Position mit 0,8 Sekunden Rückstand. Aber schon dezenten 6,3 Sekunden Vorsprung vom Earth hier auf Position 8. Der hat Heck versohlt gekriegt. Hinten, ihr seht's, Heck ist komplett brei. Hinten links die Aufhängung. Kannst knicken im wahrsten Sinne des Wortes. Alley-Oop, auch da ist noch Front- und Heckschaden zu sehen. Der möchte nicht in die Box fahren. Ginski, vielen Dank für die Information. Also, folgt X noch am Fahren. Der wird wieder ins dermaßen ins Essen brechen. Glaubt ihr gar nicht. Dann heißt es wieder im Nachgang von wegen, ey, Bloody, es ist zum Kotzen. Jedes Mal, wenn du live bist, so ungefähr, fliege ich aus der Lobby raus. Naja, Samurai auf Position 10 war an der Box gewesen. Hartes Reifenmaterial ist hier also auch gewählt worden. Hat den Motorenschaden reparieren lassen, jetzt kann er wieder ordentlich angasen und muss da aber erstmal als dezente Hausnummer 20 Sekunden aufholen auf das Feld. Mayhem hat die Führung übernommen, was ist mit Ai Ai passiert? Ai Ai war in Führung gelegen auf der 1. Da war er schon auf Position 3. Kloppte sich da mit ESA um Position 2 in dem Fall. Ja, ist er innen durchgezogen, da ist er ein bisschen weit gegangen, weil er spät auf der Bremse war im ersten Moment. Alles gut, er ist aber jetzt auf der 2. Wo ist Isa? Wo ist Isa? Wo ist Isa? Auf der 1! Fußkerl! Isa in Führung. 52,791, die schnellste Rennrundenzeit bis dato. Runde 3 von 33 ist am... Oh, war das knapp gewesen. Ganz kurz, leicht die Strecke verlassen, der Isa. Mit seinem Mercedes-AMG GT3. Smoking beendet sich... Achso! Smoking beendet diese Serie noch und dann verabschiedet er sich von GT erstmal, weil er kaum Zeit hat. Vielen, vielen Dank für die Info, Andy. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant zu wissen und zu erfahren. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass hier Smoking, sobald es zeitlich wieder passt und besser läuft und es Möglichkeiten gibt, teilzunehmen, wieder ganz eisern mit brutaler Willenskraft zurückkehrt. Ai Ai auf der 2. Smoking auf der 3. Position. Saugeile Performance, Smoking. Mach weiter so. Grüße gehen raus in die Schweiz. Kaliber. Mayhem ist auf der 8, Digga. Mayhem ist auf... Motorenschaden bei Mayhem. Nein, ehrlich jetzt. Schaden schwer. Lol, egal. Ja, stimmt. 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 Die Champions Liga fährt normalerweise mit leichtem Schaden, weil es im ersten Moment rein um die Taktik gehen soll. Und um die verschiedenen Reifenstints. Boy Wundi, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Vorhin schon gesehen, aber vergessen zu erwähnen. Sorry dafür, Digga. Also, ESA noch in Führung. Ai Ai auf der 2, Smoking 3, Kaliber 4, Race King 5, Döner 4, 6, Earth auf der 7. Große Polster zu sehen, nach vorne sowie nach hinten. Auch hier ist der Heckschaden noch beständig. Alley-Oop auf der Position 8, der hat die Schäden reparieren lassen. Front- und Heckbereich war hinüber. Mayhem muss da zurück an die Box fahren, ob er jetzt will oder nicht. Sonst kann er gleich den Stuhl abstellen, weil einfach nichts mehr geht. Ihr seht, ihm fehlt absolut der Vortrieb. Samurai auf Position 10, natürlich jetzt der Nutznießer durch den Schaden, durch den Motorenschaden von Mayhem. Wir hatten knapp 20
Sekunden, die er Rückstand hatte. Ergo hat er jetzt aktuell noch 8,3. Massiv Tendenz, die fallend, weil Mayhem vor ihm Motorschaden gehandicapt ist. Earth hier an der Box, da wird auch repariert. Holen wir jetzt frische Reifen. Ja. Macht es Mayhem. Folgt X ist momentan auf P7. Vielen Dank dafür für die Info, Kinski. Oder Kinsky. ...53155 von ESA auf Medium-Reifen. Hartes Material zu sehen bei II. 53337 ist er gefahren im letzten Umlauf. Smoking hat ebenfalls harte Slicks unterm Chassis hängen. 53363. Gerade mal 30.000stel langsamer gewesen wie II. Kaliber, harte Rennreifen am Start. Race King Hart, Döner Vieh Hart, jawohl. Earth, harte Reifen. Also das bezieht sich bitte immer nur auf die Reifen, nicht auf die Fahrer. Ellie auf harten Reifen unterwegs, Samurai ebenfalls und Mayhem Mediums jetzt gezogen. Am Handy ist voll der Krampf. Ja, normal, Digga. Normal. Handy ist immer krampfig. Voll die Eskalation vorm Stream hier. Unglaublich. Das ist das sogenannte Alsace-Dorf. Aber das wird Elsass ausgesprochen. Also das ist wirklich im Elsass. Genau. So wird es geschrieben. Döner wie auch in der Box, der Porsche-Pilot. Oh, der hat einen Schaden repariert. Der hat keine Räder gewechselt, der hat nicht nachgetankt, der hat einen Schaden reparieren lassen. Was ist denn Alt-Asche-Driders? Ey, Rafa, die habe ich verkauft, Digga. Die hab ich mal direkt instant verkauft. Grüße zurück, Boybundi. Grüße zurück. Kommt die noch nach? Die Sasi. Ese immer noch auf der 1. II auf der 2. Smoking dritter. Kaliber auf 4. Race King auf 5. Earth auf der 6. Position. Ordentlich Rückstand hier auf die ersten 5. Und die ersten 5 sind alle dezent im Windschattenbereich unterwegs. Wir können ja ein Momentchen mitfahren hier bei Race King. Dann sehen wir nämlich das Quartett vorne dran. In dem Fall Kaliber, Smoking, II und Ese. Ah, okay. Dann bitte nicht absaufen, Boy Bundi. Und lasst es euch da gut gehen. Ist auch geil, ne? Wenn das jetzt alle liest, ey. Der denkt sich bestimmt auch. Oder diese Person denkt sich bestimmt auch. Was ist denn da nicht richtig? Da sitzen zwei in der Badewanne, sind am Planschen und gucken hier Bloody Rain in den Stream. Unglaublich. Aber I love it. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich sehe gerade da hinten sind auch die Kollegen sehr, 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 sehr dicht beisammen. Earth kann tiefenentspannt unterwegs sein. Alley-Oop hat auch 0,8 Sekunden Vorsprung vor seinem AWM-Kollegen, vor Dönervieh, dem Porsche-Piloten. Hatte gestern eine lustige Vertretung für dich. Hä? Ach so. Ach, du meinst, ja, du meinst im Stream gestern, Digga. Ja, der Sven hat ja gemacht, ne? Döner 4 auf der 8, Samurai auf der 9, 1,7 Sekunden dahinter, ist Mayhem. Wo ist denn jetzt Position 11? Achso, das war ja Folgt X. Samurai also vorbei am Piloten, am Mayhem hier in dem Fall. Lass dich weg. Die haben einen Zaun in der Wanne, ja, damit du jetzt dabei rausschwimmen kannst. Ja, ja, genau, richtig, ja. Mach ich auf jeden Fall, Rafa. Mach ich auf jeden Fall. 51,253, die aktuell schnellste Rennrundenzeit. Präsentiert von Mayhem im letzten Umlauf. Mit den Medium-Reifen.
Bin mal gespannt. Dem Ei würde ich wieder zutrauen, dass er hier am Ende wahrscheinlich wieder im letzten Stint die weichen Reifen aufziehen lassen. Ob er hier 49er Zeit präsentieren kann oder ob es bei der 50 tief bleibt. Bin mal gespannt. Aber so wie ich ihn kenne, ist er 49er auf jeden Fall drin. Wahrscheinlich toppt er das Ganze und präsentiert mir noch die 48 hoch oder so ein Blödsinn. Mal schauen. Ei möchte da ganz gerne vorbei an ESA. Macht momentan so ein bisschen den Eindruck, als wenn er sich geduldet und den ESA erstmal machen lässt. Spritsparmodus unterwegs, Reifenverschleiß wird sauber kontrolliert. So sieht es zumindest aus. So, ist Barry immer noch am Start. Jetzt geht erstmal dezent Ei hier vorbei. Da guckst du eine Sekunde auf den Chat und dann verpasst du hier das Überholmanöver um die Spitze. Nochmal eingeblendet. Ei auf der 2. Da saugt er sich ran. Ganz, 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 ganz dicht an den Heckbereich des Mercedes AMG. Und dann geht's hier über die Außenseite. Jetzt geht's nämlich rechts rum. Sauber vorbei. Ohne Beschwerden für ESA. Kann sein. Wollen wir nochmal gucken? Komm, wir gucken nochmal. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Wahrscheinlich saß er wild gestikulierend drin und hat nach rechts gezeigt oder so mit dem Finger. Das könnte sein. Aber schaut euch das bitte mal an, wie der Ei da vorne wegdübelt. Mein lieber Gesangsverein. Gut, ist aber auch irgendwo klar. Schaut euch die Reifen an, die ESA unterm Chassis trägt. Die Medium-Reifen, die sind schon ordentlich am Ächzen. Da hat natürlich Ei, hier seht ihr im Bild, deutlich, deutlich besseres Material am Start. Also, Ei in Führung. ESA auf der 2, Smoking auf der 3. Der Schweizer 0,5 Sekunden. Dahinter Kaliber und Race King direkt im Getriebesunnel von Kaliber, vom Nightwolf-Piloten. Aston Martin V12, das Arbeitsgerät von Kaliber. Ich bin der Meinung, dass ich keinen Blinker gesehen habe, Lou, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Bin auch nur ein Mensch. Zu spät auf der Bremse. Slipstream hat ihm da ein bisschen die Linie nach außen gezogen, habt ihr gesehen. Der Kollege ist sehr, sehr weit gegangen im ersten Moment in diesem schnellen Rechtsturn. Ja, genau, Beuteopfer. Kaliber, you are our wolf. Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Bei manchen Autos hast du so Mini-Blinker dran. Die machen nur... Und das ist fertig. Race King muss sich da noch einen kleinen Moment gedulden. Ist nicht möglich, hier auf Elsass an jeder zweiten Ecke zu überholen. Nein, jetzt ist Ei draußen. Bitte eine ganz kurze Info für mich, ob Ei noch am Fahren ist für die Spotter, die womöglich hier im Chat mitsitzen. Smoking hat die Führung übernommen vor dem Kaliber und Race King, weil ESA hier in diesem Moment die Box angefahren hat. Sodass hier der erste Stop bei ESA, bei Touch Repair Racing Team der Fall ist. Earth kommt auf Startenziel raus, jetzt gehämmert, jawohl, aber ESA kann Position 4 behalten. Ich glaub's auch fast, Sven. Ich glaub's auch fast. Der liegt da irgendwo so in der Ecke so. Wahrscheinlich wild umhersabbernd.
Alles gut, Spaß beiseite. Ich will hier natürlich nicht meinen Mod da, ne? Schlecht machen. Oder ins Negative ziehen. Das macht man natürlich nicht. Also, Mayhem, jetzt auch er und Döner 4 an der Box. Oh, Döner 4, Front- und Heckschaden. Aua, aua, aua. Mayhem auch, Front. Nein! Mayhem war an der Box. Wieso das denn? Aber Frontschaden nicht behoben worden. Was nochmal? Was soll ich nochmal machen? Frontschaden, vorne rechts, Mayhem. Also nicht sein Abend. Tobi, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Nee, es ist unterschiedlich, Rafa. Also, überwiegend sehe ich ihn nicht, das stimmt, aber ich habe ihn auch schon zwei volle Lobbys mal von Anfang bis zum Ende bestaunen dürfen. Smoking wird jetzt hier vom Markenkollegen angegriffen, von Kaliber in diesem Moment, und Race King möchte ganz gerne auch noch ein Wörtchen mitreden. Da macht Smoking die Innenseite zu, dass er wenigstens nur Kaliber vorbeilassen muss. Sehr schön. Positionswechsel rund um die Spitze, um die Führung. Nein, das ist kein Fehler, dass bei Smoking beim Schweizer der Scheibenwischer läuft. Das ist ein Markenzeichen des Kollegen. Wenn ihr euch fragen solltet, warum der da macht, das ist normal. Hier im Chat hast du ihn gelesen. Oder im Discord. Ach so. Ach so. Ja, okay. Ja, das kann sein. Das kann sein. Also, Kaliber 1, Smoking auf der 2, Race King auf der 3. Schöner Dreikampf hier um die Spitze. Mit Sicherheit fährt Ai da vorne noch auf der 1. Esa auf der 4. Zumindest würden wir da gedanklich mal bleiben bei. Bis uns eine andere Meldung hier erreicht im Chat. Esa auf der 4, Earth auf der 5. 11 Sekunden Vorsprung vor Eliop auf der 6. Harte Rennreifen sind natürlich schon absolut hart runtergefahren. Wortspiel. Harte Rennreifen sind schon ziemlich hart runtergefahren. Aha. Bloody, was ist da los? Keine Ahnung, frag mich nicht immer so schwere Sachen. Ja, wer soll's denn sonst wissen? Weiß ich nicht. Okay. Alley-Oop auf der 6, Samurai auf der 7. 10,5 Sekunden Vorsprung vor Mayhem, vorm österreichischen Kollegen, und er wiederum 10 Sekunden vor Dönervieh. Bloody beim Grunzen, genau. So ungefähr. Ellie kann natürlich jetzt hier auch entspannt fahren. Hä? Für was? Sorry. Alles gut. Nichts passiert. Gleiches beim Earth hier. Auch er entspannt unterwegs in seinem eigenen Fokus, in seinem eigenen Tunnel. Esa 6,8 Sekunden hinter Race King. Ja, die Jungs fahren da vorne richtig, richtig Knallgas mit den harten Reifen. Da war noch keiner vom Trio da vorne an der Box gewesen. Ich denke, da wird es gleich massive Verschiebungen geben, weil ihr seht auch die Rundenzeiten hier im Vergleichsfall von Esa zu Race King, Smoking und Kaliber. Die sind gefühlt 3 Sekunden langsamer roundabout. Dr. Ektro, moinsen, herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Digga. Nee, das habe ich nicht. Das dauert noch ein paar Tage, bis ich den wirklich komplett nachgeholt habe. Aber auf der anderen Seite, ich ignoriere dich nicht, Tobi. Ich kann nur nicht alle 2 Sekunden in den Chat gucken. Aber kriegen wir gleich hin. Ich kann nur nicht alle Streams absagen, eine Woche so ungefähr. Das funktioniert natürlich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall morgen Abend, sprich Dienstagabend, Mittwoch und Donnerstagabend haben wir Stream frei. Am Freitag geht es dann weiter auf von S86, seinem Kanal, mit der VCL. Und am Samstag dann das nächste Langstreckenrennen, 3 Stunden lang in Assetto Corsa Competizione sind wir am Rumdübeln. Und ist auch eine Moderationspremiere mit der VGT zusammen. Insofern haben wir Bock drauf. So, Tobi, jetzt kann ich mal gucken. Tobi, was war gewesen? Tobi, Sub-Zero sollte wach sein. Hallöle, ja. Stottern wird zusammengeschrieben, außer beim Singen. Ja, das ist richtig. Aber wieder Mütze auf. Ja, hallo? Ich bin nur den ganzen Tag mit Mütze rumgerannt, Digga.
Das ist eine gute Frage, Krolls. Das ist eine richtig gute Frage. Ich werde jetzt bitte nicht festnageln. Ja, also ich werde das auch nicht in den Streamplan oder in den Countdown mit aufnehmen. Aber ich werde versuchen, morgen Abend kommt erstmal DeckTech zu mir, da wollen wir ein bisschen zusammen racen hier, neues Equipment mal ein bisschen antesten, ein bisschen Spaß haben. Ich werde versuchen, am Mittwoch oder am Donnerstagabend online zu kommen, zu streamen und auch selber zu fahren. Aber das ist jetzt nicht, ne, ganz locker. Ja, die Woche ist ja locker. Also die Woche, ich habe, ich glaube, das letzte Mal 3 Tage frei gehabt in einer Woche. Das war im Dezember? Ja. Denkt ihr bitte an die Priorität im Chat? Denkt dran, Niveau ist keine Handcreme. Ich bin gespannt, wann Kaliber, Smoke King und Race King den ersten Stop hier durchziehen. Entweder fahren wir Race Room oder wir fahren ACC. Eventuell auch GTS, aber dann machen wir eine Public Lobby. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur Gedankenspinnerei von mir. Ich nicht festnageln, bitte. Ich meine, ihr bekommt ja alle ETS 2 mit dem Podium, Digga. ETS 2. Ne, ETS 2 machen wir nicht. Definitiv. Das machen wir vielleicht am Sonntag oder so. Oder am Samstag, je nachdem. Ich habe jetzt am Wochenende wieder Notdienst. Ich muss gucken, wie es läuft. Deswegen, ich muss schauen. LS19. Genau, LS19. Richtig, genau. Schemimetrischer, weißt du, ich mein, viel mit Fanatik, mit Podium, 25 Newtonmeter, maximale Grenzberechnung, fährst du mit Metrischer daher und denkst so, oh, geht nicht, kannst du vergessen. Kalli Zwerg, Bloody, was war das mit dem 3-Stunden-Rennen? Ja, wir haben jetzt am Samstag. Am Samstagabend um 17:15 starten wir Premiere auf dem in ACC mit der RVGT zusammen. 3 Stunden Endurance, neue Liga, neue Serie. Isa, Isa ist dran. Stillheimlich und leise ist er am Trio an der Führungsspitze daran gefahren. Ist jetzt auch dezent vorbei. Mayhem schon wieder an der Box. Wieso ist Mayhem an der Box? Jetzt werden die Räder gewechselt. Jetzt wird hoffentlich auch der Reifenschaden, der Schaden behoben. Der Reifenschaden, genau. ESA auf der 3. Kann natürlich ordentlich pushen. Trotz der harten Rennreifen, aber die sind fast noch krachneu. Bei Mercedes AMG. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich der nächste Angriff. Mal gucken, er bereitet das Thema schon vor. Hui! Isa, Funzkerl, schön über die Bremse, auch schön durchgelassen von Smoking, extrem weit auch draußen geblieben, der Smoking, der Schweizer, um Isa überhaupt nicht da in die Quere zu kommen, ist sich wahrscheinlich dessen, genau, ist sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass Isa hier doch im direkten Vergleich zu ihm überragendes Material unterm Chassis hat. Ich könnte den ganzen Tag Werkstatt-Simulator übertragen, Tobi. Ja, das stimmt allerdings. Das glaube ich dir, Digga. Von Mayhem sein Auto einfach nur Herzchen. Hä? Wegen der Lackierung, meinst du, Antje? Was hast du auf dem Landraffer? Was ist denn... Okay, Antchen. Was ist denn bitte schön ein Melkschemel? Also ich weiß, was ein Melkschemel ist, aber du willst mir doch nicht erzählen, du hast einen Melkschemel als Sitz? Das stimmt allerdings, Dr. Ektro. Da bin ich voll und ganz bei dir. Da ist doch so ein bisschen
auf dem Acker umherkurven, sehr, 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 sehr tiefenentspannt. So, Smoking auf der 3. ESA ist auf momentan der zweiten Position, macht aber auch dezent Anstalten, da sich die Führung kurzerhand einzuverleiben. Musste aber noch an dem Nightwolf-Fahrer vorbei. Am Aston Martin V12. Ja, ich glaube aber auch, das kommt gleich, dieses Manöver, der Angriff. Bleiben wir kurz drauf. Vielleicht haben wir das große Glück, dass wir das Thema live aus dem Cockpit betrachten dürfen. Oh, ist er da weit rausgegangen, der Kaliber. Natürlich jetzt den Nachteil. Er hat deutlich, deutlich massiv Schwung verloren. ESA einfach vorbeigefahren am erstplatzierten, ehemalig erstplatzierten Kaliber. Übernimmt die Führungsarbeit. Könnte mir auch vorstellen, dass Kaliber gleich rechts abbiegt in die Box hinein. Nein, er bleibt draußen. Smoking macht aber jetzt den Boxenstopp. Race King also jetzt ohne Windschatten unterwegs. 2,5 Sekunden ist definitiv zu weit hinter Kaliber zurück, als dass er hier profitieren könnte von Thema Windschatten. Earth auf Position 5 kommt jetzt auch durch die letzte Schikane runtergehämmert auf Elsass hier auf die Startenzielsektion. Gerade kann man nicht wirklich sagen. Es ist zwar ein gerades Element, aber das Ding ist sowas von urschkurz. Wirklich ausruhen. Nicht angesagt. Alley-Oop ist auf Position 6 aktuell. Auch der hat schon unheimlich weit runtergefahrene Reifen. Harter Natur. Genau. Rosi, ich hol dich mit meinem Traktor ab. Genau. Tobi, den verstehe ich jetzt nicht. Digga, was ist da los? Immer diese Zweideutigkeiten hier im Chat. Samurai auf der Position 7. Mayhem auf der 8. Dönerfee auf der 9. Mayhem hat sich da neue Reifen organisiert. Ist Medium gefahren. Jetzt hat er harte Reifen nochmal drauf. Heißt also ergo, er kann im letzten Turn definitiv die Weichen hier pilotieren dann gleich. Gehen steil in Richtung Halbzeit. Kannst du lieber... Nee. Pennt ihr mal bitte 4 Stunden, geht dann direkt mal live auf den Stream. Weißt du, wie ich meine? Mit so einem Schädel und noch keinem Kaffee-Intus oder so, ja? Aber es war schon geil, eure Reaktion. Weißt du, ich komme so rein, so... Hallo. Kann mich jemand hören? Und die ganze Community so... Ah, was ist das denn? Kann man das lutschen? Nein, kann man nicht. Das ist bloody. Nee, doch. Nee, doch. Nein. Sasi, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße gehen raus. Sasi, ich hoffe, du hast Klamotten an und bist schon wieder trocken. Ihr kommt gerade aus der Wanne, so wie ich erfahren habe. Aber schön, dass CT-Meister immer noch mit am Start ist. Freut mich. So, Kaliber hat jetzt hier seinen ersten Stop absolviert. Kommt mit Medium-Reifen zurück auf die Strecke. Es ist wach so auf die Art. Ja, glaube ich, Digga. Ach, ihr habt gewechselt. Ach so, ich dachte, ihr seid da zusammen in der Wanne. Ein Hallo aus der Karabbe. Weißt du, das sind so die Momente, wo ich mir denke, Tobi, es kann echt nicht wahr sein. Ja, der Bloody Rain, der sieht den Chat im Grunde zweimal, hat aber so viel zu tun. Bomber Mike, vielen Dank für den Follower. Willkommen an Bord hier, willkommen bei Bloody Rain. Dass ich dann einfach das vorlese, weil ich mir denke, komm, es ist der Tobi, da passiert normalerweise nicht viel. Rotzt den Satz davor und denkt mir einfach nur, der fuck. Fremdschämen ist angesagt. Ja, siehst du, Sasi macht gerade weiter. Wie das, was für dumme Gedanken. Lassen wir das Thema. Ihr wisst, was ich meine. ESA in Führung, 4,7 Sekunden Vorsprung. Seine Taktik bisher wirklich nonstop genial aufgegangen. Und wie gesagt, wenn ihr eine Information habt, wer jetzt hier womöglich nicht mehr am Fahren ist oder wirklich den Disconnect hat, in dem Fall, wir sehen aktuell Folgt X nicht mehr in der Lobby und wir sehen MDM, den Piloten II, nicht mehr in der Lobby. Bei II wissen wir es, bei Folgt X wissen wir es auch. Letzte Meldung war, dass im Hintergrund am Fahren sind, nur wir hier im Stream die Freunde nicht sehen können. Race King auf der 2, Smoking auf der 3. Alles gut, Tobi. Ich sag dazu jetzt nichts mehr, sonst steigere ich mich noch rein. Smoking auf der 3, Kaliber auf Position 4, Earth auf der 5. Position, Samurai auf der 6, Alley-Oop auf der 7. Auch hier neue Medium-Reifen zu sehen unterm Subaru WRX in dem Fall.
Dann haben wir Mayhem auf Position 8. 8,7 Sekunden hinter Eliup momentan, der Nissan GT-R vom Team MDM unterwegs. Dönervieh, der Porsche-Pilot auf der 9. Position. Auch hier saumäßig neues Medium-Reifenmaterial zu sehen. Tobi, dein Fleisch war einfach nur geil, Digga. Was du da hingegrillt hast am Wochenende. So, Susi, dreh mal bitte das T gegen das B vom ersten zum zweiten Wort. Und dann nicht in den Chat schreiben. Bitte nicht in den Chat schreiben. Weizi, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Hey, Bloody, alles fit? Wir haben dich am Samstag vermisst. Ja, Weizi, ganz ehrlich, ich habe euch da auch ein bisschen vermisst. Aber so ein 24er-Event musste halt einfach machen, ne? Musste halt machen. Deswegen freue ich mich auch auf kommendes Wochenende. Dann geht die VCL wieder an den Start. Hoffe natürlich, dass ihr da auch alle wieder fit und munter seid. Und dementsprechend... Ja, der ist irgendwie verschollen, Sasi. Dass wir da dementsprechend ordentlich Knallgas geben können. Und hier ordentlich die Menschenmenge begeistern. Ja, das war das Geilste. Das war das Geilste ever. Muss ich euch ganz kurz erzählen. Quisa, vielen Dank für 100 Bits und herzlich willkommen im Stream. Wunderschönen guten Abend. Klar, wir sind in Österreich am Start. Jawohl. Susi, vielen Dank für weitere 100 Bits. Race King an der Box. Ist der lange auf dem harten Reifen draußen geblieben? Mein lieber Herr Gesangsverein, 17 Runden. Habt ihr diesen lachenden Delfin-Turbolader gehört? Bei diesem Race King? Brutal. Also diese Akustik von diesem Mitsubishi Lancia, wer klingt noch so? Genau, der Subaru. Leop hat ja auch so einen Subaru, der klingt ja auch mega genial. Der hat auch so einen lachenden Turbolader, sogenanntes Blow-Off-Ventil, um den Druck schnellstmöglich vom Turbolader zu nehmen, wenn keine Last herrscht auf diesem Aggregat. Ja, genau, richtig. Was ich eigentlich erzählen wollte, ja. Ich habe irgendwie ein bisschen abgemagert ausgesehen. Oder leicht hungrig. Auf jeden Fall hat es gefühlt keine 2 Minuten gedauert. Auf einmal stand der Sven neben mir und hatte einen 6 Kilo gefüllten Teller am Start mit, weiß ich nicht, so einem Oberhäufnis, ne? So Mammutportion, so nach dem Motto, ne? Und er sagte einfach nur, ey, Bloody. Ich so, was? Und er sagte so, hier, kannst du essen. Geil. Deadly Venno Major. Oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Deadly, vielen Dank für den Follower. Thanks for following. Welcome to my stream. Das war richtig viel Liebe. Das war richtig viel Liebe. Was wir machen, wenn wir uns treffen, außer geht... da ist nur GT-Sport, Sasi. Wir haben für alles andere gar keinen... Deadly Venom. Ja, okay. Haben wir. Wir haben für andere Sachen gar keine Zeit. So, Smoking diskutiert mit ESA. ESA natürlich jetzt durch die harten Reifen im direkten Vergleich zum Schweizer gehandicapt. Das Medium-Material klebt wie Gummi auf dem Asphalt. ESA muss Smoking erstmal hindurchlassen. Und jetzt ist auch die Frage, ob Kaliber mitziehen kann. Kaliber hat auch nagelneue, recht neue Medium-Reifen unterm Chassis. Darf man Clips posten oder nur als wie... Nein, darfst du, Susi. Alles gut. ESA verteidigt sich. Der möchte nicht, dass Kaliber auch noch vorbeikommt. Ja, das war heftig. Also der Salat, der hat's echt in sich gehabt. Da hast du gefühlt 2 Gabeln von gegessen und danach hat's gemacht plopp, plopp und dann sind deine Augen angeschwollen und du hast erstmal losgeflennt vor dem Herrn. Es
2,5 Riesenschnitzel, ja, genau. Oh mein Gott. So, Isa, jetzt nicht abreißen lassen. Bitte versuch alles Mögliche, um dran zu bleiben. Wir sind in Runde 19 von 33. Wir haben noch ein bisschen zu gehen hier auf Elsass im Finale des, der Champions Liga seitens der AWM, der Afterwork Racing Liga. 51.514 von Kaliber die letzte Rundenzeit. Bei Smoking war es die 52.0. Mal gucken, was ein Smoking jetzt gleich präsentiert. Momentan der Führende. Boah, ist Kaliber da gerade im Powerslide nach dem Exit, im Exit-Bereich rausgekommen. Hier auf Start und Ziel. 52.898 bei Kaliber, 53.830 bei ESA, 56.1. Also ihr seht's, wie ESA, der AMG hier, Pilot, ordentlich arbeiten muss, um einigermaßen noch Performance in den Asphalt zu bringen. Und sehr geil, 50.239. Momentan, zumindest das, was wir sehen, die schnellste Rennrundenzeit präsentiert von Race King, vom Storm Falcon Racing Team eingesetzten Mitsubishi Lancia Evolution. Race King auf der 4, Earth ist auf der 5, Alleyoop auf der 6, Mayhem auf der 7, 53.0, Samurai auf der 8, 51.466. Persönlich schnellste Rennrunde hier von Samurai. Wunderschönen guten Abend, F1 Barber. Herzlich willkommen im Stream. Döner 4 auf Position 9. Seine persönlich schnellste Rennrundenzeit derzeit die 52.646. Smoking setzt sich ab. Kaliber hat nicht die Pace, die der Schweizer gerade hat. Ich glaube, das heißt, hast du Discord? Ja, einfach mal Ausrufezeichen Discord in den Chat rein. Ihr redet von Essen und ich bekomme Hunger, ja. Danke, Viper. Tobi, wenn du willst, kannst du auch auf den Discord mitjoinen, Digga. Am Stück? Fastpop immer noch mit am Start, sehr geil. ESA bleibt immer noch draußen. Wahnsinn. Ja gut, der muss noch ein Momentchen. Also ich würde behaupten, dezent, dass du hier mit 12 oder 13 Runden nicht auf dem weichen Reifen überlebst. Er muss noch ein Momentchen durchhalten. Er hatte mit Medium angefangen, hat jetzt die harten Reifen unterm Chassis und hat nur noch den finalen Stint mit den Weichen zu überleben. Weiche hält natürlich auch am geringsten von der Renndistanz her. Weiche Reifen bei Race King, deswegen die 5... Deswegen auch die 50.239, aktuell die schnellste Rennrunde von Race King. 20 Sekunden dahinter, Medium ausgestatteter AMG GT3 von Earth. Alleyoop ebenfalls Medium gezogen. Position 6 aktuell für Alleyoop. Mayhem auf der 7, 4 Sekunden dahinter ist Samurai, österreichischer Kollege, genauso wie Döner 4 auf der 9 mit knapp 24 Sekunden hinter Samurai. Medium. Hartrennreifen bei Mayhem. Criminal Squads. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Oh, es ging vorbei an ESA. Auf Start und Ziel. Weiche Reifen, natürlich die bessere Option in dieser Situation. Race King vorbei an ESA. Was machen die, Dr. Ektro? Mindestens, Tobi.
11 Runden haben wir noch. Okay. Kann sein, dass ich die irgendwann mal irgendwo gelesen habe, aber jetzt primär auf dem Schirm habe ich sie ehrlich gesagt nicht. Okay. Ja, also wir sind, so wie es Tobi eben schon geschrieben hat, wir sind auf jeden Fall jünger. Storm Falcon Racing Team, genau so, Mulcho. Ah, ich fand die Kombination auch genial, ehrlich gesagt, hier Storm Falcon Racing and Friends. Ja, alles gut, alles gut. Alle werden irgendwo irgendwann mal älter. Ein Vorgang, der nicht aufzuhalten ist. Aber solange hier die Community doch das Thema Simcade oder Simracing allgemein verbindet, wird es ganz lange Bestand haben hier, dieser Kanal. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Die 51.884, die letzte Rundenzeit von Kaliber. Bei Smoking war es die 53.733. Die geben sich da vorne mal gar nichts. Ganz genau. Ganz genau. Das wäre mal was, Tobi, oder? Alles gut, Beuteopfer. Hab ich ja gesagt. Versprochen ist versprochen. Hab auch gleich gemacht. Nee, das musste man ja verhindern. Du warst ja gerade live voll im Kamerabild drin gewesen, Digga. Zehn Runden haben wir noch. Und Smoking hat gerade massiv Probleme. Kaliber deutlich besser rausgekommen. Medium-Reifen sind schlechter bei Smoking. 50% vorne links. Circa. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sehr schön. Kaliber ist vorbei an Smoking, an dem Werksteamkollegen. Beides mal erst Martin V12. Nightwolf liegt in Führung. Im Doppelpack. Wie wir vorhin gelesen haben im Chat, ist Smoking noch aktiver Fahrer bei Nightwolf. Race King SFRT auf der 3. Hier, Tanko ist am Rot blinken. Ergo sollte er gleich am Ende dieser Runde reinfahren in die Box. Weichreifen werden demontiert. Nächster Satz kommt drauf, aber nicht mehr weicher Natur. Und dann wird Race King auch im finalen Stint sein. Und ESA quält sich noch. Der muss noch ein Momentchen draußen bleiben. Hätte ich mich nie getraut, vielleicht. Ja, genau, Tobi. Earth auf der 5. Position. Ja, schade. Schade, dass da doch der ein oder andere Fahrer abgesagt hat. Weil es zeitlich einfach nicht geklappt hat. Aber gut, ist halt manchmal leider so. Steckst du nicht drin. Mal dezent gewunken.
Exactly. The driver have to choose three different tires during this race. The hard one, the medium, and the soft tire. And so, good evening, Kondak, welcome to my stream. Was ist da sein? Was? Links vom Chat? Na, da wo die Autos fahren. Ja, was? Kaliber momentan in Führung. Auf der ersten Position vor Smoking. Esa auf der 3, der bekommt gleich Besuch. Jetzt in diesem Moment hat er schon Besuch von Race King. Der war an der Box gewesen im letzten Umlauf. Ihr seht es, Boxenrunde oben in der Mitte über seiner Zeit stehen. Mediumreifen, ganz neue Qualität. Esa kann sich da nicht verteidigen, ob er will oder nicht. Everyone, just to know if I saw correctly, but one driver has had racing set tires. Exactly. That's right. That's correct. Now, if they got the wet tire, you see only the W letter above the chassis. Bin kurz raus. Alles klar, Tobi, kein Problem. Morgen Abend haben wir mit Sicherheit ein bisschen Zeit, Viper. Das sollte kein Problem sein. Kaliber, Smoking, Underbox, Race King war natürlich vorher drin. Also er hat versucht, den Undercut zu fahren, aber wird jetzt nicht ganz die Führung übernehmen können. Er kommt aber zwischen den beiden Kollegen wieder zurück auf die Strecke. Kaliber bleibt also der Führende im ersten Moment. 0,6 Sekunden dahinter ist Race King auf der 2, weil, lasst mich kurz gucken. Boah, Kaliber hat exakt dieselbe Spritmenge an Bord wie Race King hier. Und Smoking ein Ticken mehr. Smoking auf der 3. Und jetzt wird's richtig interessant. Wir haben noch, lasst mich kurz rechnen, 7 Runden zu gehen auf der Uhr hier im Finale des Champions League Laufes der Afterwork Racing Liga. Top 15 Fahrer, die sich über die Qualifikation innerhalb des normalen Ligabetriebes qualifizieren für die Champions League, gehen an den Start. Jano, Jame, wunderschönen guten Abend. Moin, moin, RCR. Lieferheld grüßt. Lieferheld, Grüße gehen raus. Herzlich willkommen, mein Lieber, im Stream am heutigen Abend. Und auch für dich, es sind noch 7 Runden. Vielen Dank, Susi, für weitere 100 Bits. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank dafür. Geil! Etwas zeitversetzt, aber er kam trotzdem noch. Esa jetzt auch an der Box gewesen. Ihr seht's, Boxenrunde. Outlap also für den TRT-Piloten im Mercedes. Weiche Reifen. Jetzt muss natürlich ordentlich Knallgas gegeben werden von Esa, weil ihr seht's auch da, 15 Sekunden muss er Knallgas geben, nach vorne aufholen auf die Kollegen und auch da. What you gonna do? What you gonna do? Okay, now I see you should have learned German butter. No problem. Doesn't matter if you right in German or in English. Dino Yame, kannst du auf Englisch quasi reden, okay? Oh! Schönes Gebettel, Smoking und Race King! Race King Medium Reifen gegenüber den Weichen von Smoking. Oh, das wird hart für den Race King. Irv jetzt an der Box. Esa. Ah, vorne die Jungs natürlich auch mit weichen Reifen ausgestattet. Also da wird's richtig, richtig kompliziert für den Esa in Richtung Zieleinlauf, in Richtung Ende dieses Rennens hier, dass er nochmal rankommt in greifbare Nähe. Irv wieder zurück auf der Strecke. Position 5. Mayhem an der Box. Dino Lame. Okay. Thank you.
Okay. Mayhem auf der 7 zurück auf die Strecke gekommen. Auch hier weiches Material. Super. Genauso bei Samurai. Position 8 für den AWM-Piloten. 2,7 Sekunden hinter Mayhem aktuell. Vielleicht hat er die Möglichkeit, die Lücke zuzufahren. Dann können sie beide, die beiden Kollegen im Nissan GT-R am Start, um Position 7 diskutieren. Die letztverbleibenden 6 Runden. Dass du mir immer ins Wort fallen musst, CT-Meister. Dönervieh auf Position 9. Auch hier weiches Material zu sehen. Sehr geil. Es geht weiter in Feuerfrei. Die letzten kurzen Stint-Sektionen gehen Rennende. Jetzt der Tobi Gerät. Auf Tobi. Tobi Gerät. Tobi Gerät. Es ist der Tobi Gerät. Ah, Eskalation. Ich hab da immer so einen Minion, so einen ausrastenden Minion vor dem gedanklichen Auge. Fragt mich aber nicht warum. Oh Gott, pass auf! Ach du Scheiße, der hat den Reifen verloren! Der hat den Reifen verloren! Nein, 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 wenn der Jingle läuft, Tobi, meine ich. Nicht bei dir. Das wird interessant jetzt, Freunde. Das wird richtig interessant. Ich kann euch nur beruhigen, ihr seid definitiv damit nicht alleine. Auch ich habe schon manchmal hier gesessen so und war kurz vorm Herzkasper. Dieser Stream ist herrlich schön mit den Sounds, ja. Wenn es die Community nicht übertreibt, bin ich auch definitiv ein Riesenfan davon. Auch wenn vielleicht der ein oder andere sagt, nee, ist jetzt nicht so sein Ding. Alles gut. Der Sound eben? Meinst du diesen Eskalationssound von Tobi? ...50-4-3-3 von Smoking, 50-9-4-2. Wir gucken, was jetzt bei Kaliber über die Linie an Zeit kommt. 50-7-3-7 bei Smoking, 50-8-8-1. Und das trotz Windschatten. Die haben beide exakt identisches Reifenmaterial zur Verfügung. Zum 24er auf Spar hat halb RCR am Tisch gesessen und die Sounds gespammt, zu herrlich. Ja, so ungefähr. Ja, Lu, das hieß Tobi, definitiv. Ese auf der 4. 50-7-4-3. 13,5 Sekunden hat er noch aufzuholen auf Race King. Ganz vorsichtig behauptet. Schwierig, schwierig. Obwohl Race King Medium-Reifen und dann Chassis trägt unter seinem Mitsubishi Lancer Evolution, wird es hier doch zu sehr unmöglich für Ese daran zu fahren. Geil! Hab daneben gesessen und mitgemacht. Ja. Nee, das ist doch gut. Tobi oder Topi? Egal. Egal! Genau. Im klassischen Wendler-Style. Wurscht. Hä? Soll ich Bierflasch öffnen oder was? Als Jingle. Den egal bekommt der. Bitte nicht, Viper. Bitte nicht. Bitte mach das nicht. Ja, jetzt würde. Wenn Fry das noch dabei würde, Fry das jetzt wahrscheinlich wieder eskalieren. Leup 50,547. 14,5 Sekunden hinter Riff, hinter P5. Auf der 6. Position. Mayhem auf der 7. 49,325. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Der MDM-Pilot ist in der Lage, 49 tief zu fahren. Hab den schon auf dem Rechner. Uah. Wow.
Samurai auf der 8, 50,578. Döner Vieh 50,467. Schade, dass wir kurz vor Rennende sind. Die können nämlich jetzt alle ungefähr die gleiche Performance in den Asphalt brennen. Mit diesem weichen Reifenmaterial. Nur fighten klappt nicht, weil dafür sind sie zu weit auseinander. Schade. Schade, schade, schade. Aber gut. Im Endeffekt müssen wir zufrieden sein. Viele haben es mitbekommen, was wir am Anfang für massive Probleme hatten mit der Lobby. Mit der Lobbyerstellung, dass er dann stabil gelaufen ist. Gefühlt gab es 8 neue Lobbys oder so. Insofern können wir zufrieden sein, dass wir dieses Finale hier austragen können und natürlich auch übertragen können für euch. Game Teddy, moinsen Digga, grüß dich. Herzlich willkommen. Was, dich triggern die Sounds gerade so dermaßen? Wieso? Musst du ein bisschen leiser machen. Du willst alle testen. Ja, ist kein Problem. Dann gehst du auf den Store, Susi. Dann gibst du einfach Ausrufzeichen Sounds ein. Gehst auf den Store und dann kannst du dir dort testweise die Sounds alle anhören. Ist kein Problem. Hey, Kaliber! Moinsen! Herzlich willkommen! Unter 12 Sekunden. Esan Race King dran. Quatsch, tust du gar nicht, Susi. Top Arbeit beim 24er. Vielen Dank dafür, Excalibur. Vielen Dank für das Lob. War auch brutal gewesen, ehrlich gesagt. Haben wir ohne Ende gefeiert. Also auch die, das... ja, stimmt, das hat auch nicht gepasst. Also der Auslöser mit Sound egal. Und dann kam ein anderer Sound, war definitiv Fail. Aber ich glaube, das war Absicht gewesen. Oder Viper hat sich verklickt. Kann natürlich auch sein. Alley-Oop auf der 6. Ne, was wollte ich sagen? Genau, wir haben natürlich auch im Nachgang ordentlich nochmal drüber gesprochen. Und haben das Thema aufgearbeitet, auch für die Streamer-Kollegen untereinander, das Streamer-Team, was beim 24er am Start war. Und da wird jetzt auch die nächsten 2-3 Tage wird uns das Thema nochmal begleiten. Wir werden nochmal drüber sprechen, was wie wo, was jetzt dem einen gefallen hat, was nicht, was man vielleicht besser machen könnte, weil im ersten Moment doch angedacht ist. Weil doch natürlich im ersten Moment angedacht ist, dass dieses Streamer-Team so in dieser Form diese Langstrecken eventuell weiterhin begleiten wird. Deswegen müssen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Das nächste 24er ist, wie gesagt, angedacht, nur erstmal zeitlich gesehen, fürs erste Mai-Wochenende. Aber es wird generell aufs ganze Jahr dieses 2020 gesehen doch noch mehr wie ein oder zwei Langstrecken-Events geben. Also es sind noch 2 Zwölfer geplant, das ist noch ein Abschluss 24er geplant, plus das 24er jetzt am Mai. Und das sind nur die, von denen ich weiß. Mike, vielen Dank für die Information. Herzlich willkommen auch, wunderschönen guten Abend. War richtig geil, das 24er zum Zuschauen. So muss das. Jetzt der Tobi gerät. Tobi gerät. Tobi gerät. Jetzt der Tobi gerät. Jetzt der Tobi gerät.
So, den Tobi-Sound jetzt bitte nicht nochmal einspielen, weil der drückt mir nämlich auch ordentlich ins Ohr. So, letzte Runde, Freunde. Letzte Runde ist angefangen. Ist eigentlich ein 24er mit NBR. Ja, das ist es im Mai. Nürburgring, die Nordschleife mit Grand Prix-Anbindung wird im ersten Maiwochenende als 24er gefahren. Wir gehen es nochmal durch. Die letzte Runde ist am Laufen. Ihr seht es oben links. Blinkt schon was in Rot. Letzte Runde. 33 von 33. Sinnvoll. Geht nur noch bis einmal über die Ziellinie. Kaliber ist in Führung momentan noch vor Smoking auf der 2. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Smoking nicht lange fackeln wird. Und da gleich dementsprechend ordentlich den Kaliber unter Druck setzt. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch teaminterne Markenkollegen, die beiden Nightwolf-Fahrer. Race King auf der 3. Esa auf der 4. Position. Lurf auf Position 5, Eliup auf der 6. Position, Mayhem auf 7, Samurai auf 8, Dönervieh auf der 9. Das ist momentan das Ranking hier. So werden wir wahrscheinlich auch, vorsichtig behauptet, zumindest was die Spitze hier betrifft, den Zieleinlauf gleich haben. Nee, du drückst mir nicht aufs Ohr, aber die Lautsprecher, die ich aufhabe, das Headset ist doch relativ laut, ehrlich gesagt. Der Soundfire ist ja. Ja, so hat aber jeder irgendwo von euch so einen gewissen Favoriten. Und darum ging es mir im ersten Moment, dass einfach ihr ein bisschen interagieren könnt mit dem Stream selber, mit dem Chat hier über den Chat und dann ist alles cool. Letzter Sektor ist am Laufen, Freunde. Es geht bergauf. Letzte Schikane. Sehr schön. Kaliber gewinnt dieses Finale vor Smoking auf der 2. Position. Gratulation an Nightwolf. Absolute Dominanz, die sie an den Tag gelegt haben. Ich denke aber auch, dass Aya im Hintergrund da auch relativ weit vorne war, um nicht zu sagen, er war auf der 1. Race King wird also hier Dritter. Esa kommt jetzt auch auf Startziel raus, wird Vierter. Ihr seht, knapp 6 Sekunden hat er noch es geschafft ranzufahren. Earth ist auf Position 5. Wird diese auch als solches für sich beenden können, dieses Rennen? Ich habe gewonnen. Jawohl, das habe ich mir fast gedacht. Ei, Glückwunsch dazu, mein Lieber. Zum Sieg hier im Finale der Champions League seitens der AWM. Earl, Fünfter geworden. Juhu. Eliup, Sechster. Mayhem 7. Samurai wird 8. werden. Dönervieh ist schon auf der 9 abgewunken worden hier. Der Mario in dem Fall mit seinem Porsche. Samurai jetzt im Bild. Auch er auf Startenziel unterwegs. Gratulation zu P8. Gratulation an alle Fahrer. War eine richtig, richtig tolle Saison hier mit der AWM im Rahmen der Champions League. Dieser Sonderliga, was das betrifft, wo sich die Top 15 Fahrer, die in 7 Ligen, also im Ligabetrieb wird mit 7 Ligen gefahren, inklusive oder beziehungsweise on top noch mit der Ü-Liga, die sich natürlich dann da qualifizieren können aufgrund ihrer schnellsten Qualifying-Zeit, dann hier die Teilnahme bekommen für die Champions League. Ja, bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das betrifft. Hier im Discord-Bereich über die AWM kann man beziehungsweise werden wir besprechen. What you gonna do? Bad boys, bad boys. Genau, wir werden auf jeden Fall drüber sprechen hier. Ich werde die Tage mit Eliup nochmal, das ist der Ausrichter, der Organisator der Champions League im Hintergrund, werden wir auf jeden Fall nochmal das Gespräch suchen, um dann im Grunde zu entscheiden oder festzulegen, ob wir die nächste Saison, die Saison 5 wäre das, an den Start bringen, was die Champions League betrifft, oder einfach dann sagen, okay, nein, es ist wirklich definitiv zu wenig Teilnahme seitens des Fahrerfeldes vorhanden. Wir hängen das Thema erstmal an den Nagel oder machen vielleicht nur einen Break. Also das werden wir auf jeden Fall sehen. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Information von meiner Seite aus über Facebook beziehungsweise über die Discord-Kanäle, die es da gibt. Und wenn ihr nochmal möchtet, dann liebend gerne Ausrufezeichen Discord in den Chat. Kommt bei uns auf den Discord drauf, hier in dem Fall auf den Bloody Rain Discord. Den werden wir auch jetzt die nächsten paar Tage umbauen. Weil einfach es mittlerweile echt an der Zeit ist, dass hier dieser Kanal auch mal einen eigenen Discord hier hat.
Ja, wunderbar. Also, ich darf mich da ganz recht herzlich bei euch bedanken. Es war wieder ein absolut genialer Stream. Die ersten 20, 25 gefühlten 3 Stunden absolut Eskalation angesagt. Jetzt kommt's. Genau. Absolute Eskalation angesagt und auch das ist natürlich nicht selbstverständlich. Insofern, ich danke euch vielmals für euren Support. Hat mir Spaß gemacht, wieder mal. Danke für diesen genialen Abend und wir hören und sehen uns hier beim nächsten Mal. Barry TV, auch dir. Einen wundervollen Abend an alle. Vielen, vielen Dank, Susi. Auf den letzten Drücker 200 Bits rausgedrückt. Absolut unglaublich. Kuss geht raus. Vielen Dank dafür. Bleibt mir gesund und munter. Alles, alles Gute. Wir hören uns und sehen uns dann auf jeden Fall die Tage. Real Gunja, vielen Dank für den Follower. Thanks for following. Welcome to my stream. Have a nice evening. Take it easy. Bis zum nächsten Mal. See you next time. Bye, bye.